Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ja, ich kann natürlich Jugulias den Wunsch nicht abschlagen, denn er hat direkt geschrieben, ich will wieder das Rauschen zurück. Bei RimWorld hat es ja funktioniert. Und ich höre mich komisch an. Ja, ich höre mich total dumpf an. Ich weiß. Ich habe es jetzt nochmal probiert. Meine Theorie war ja, je wärmer der PC wird, desto schlimmer wird's. Bei RimWorld wird zum Glück mein PC überhaupt nicht gefordert. Das heißt, der läuft im Prinzip bei RimWorld in Standby, obwohl wir keine Frames haben. Das heißt aber auch, dass ich RimWorld ohne Probleme so aufnehmen kann. Aber guck dir die Folge Space Engineers an. Ich sag's ja nur mal so, ne? Und scheint tatsächlich zu funktionieren gerade bei RimWorld ohne Rauschen. Aber ich sag ja, guck dir die Folge Space Engineers an. Das geht gar nicht. Naja, ich hoffe es einfach, dass es vielleicht wie so ein Problem, was aufgetreten ist. Und wenn ich das jetzt lang genug ignoriere, ist es auf einmal weg. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. So, wir brauchen Bauteile. Wir brauchen Zement. Wir müssen noch ganz viel Zement rüberschießen. Mal eine Überlegung. Wenn wir diese Ecke hier wegmachen würden, ne, rein theoretisch, könnten wir hier zwei Bohrtürme hinsetzen. Und dann könnten wir uns hier eine große Abschussvorrichtung bauen. Nur mal spekulativ, ja, wir würden das machen. Wie würde es das denn aussehen? Hier überhängendes Gebirge. Oh, 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 oh. 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 So, Rimatomics unlocked. Aber hier so würde gehen, den Vierer. Wir brauchen ja nur einen Vierer lang. Das jetzt mal rein theoretisch planen, weil das sind ja eigentlich relativ wenige, ne? Elf Stück. Kriegen wir vielleicht noch einen 12. hier hin? Das würde gehen. So, wir müssen das Dach ja nur errichten, so wie hier. Bei den einzelnen Punkten kommt halt kein Dach hin. Erstmal gucken, wie das hier aussieht. So, kein Dach. Kommt dahin. Da, 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 da und da. Da kommt überall kein Dach hin. Dann könnten wir den hier unten hinsetzen. Dann könnten wir theoretisch hier die Transportbots, ne, wir haben ja jetzt die Transportbots, die waren ja vorher
waren die ja dafür da. Um die Mauer zu bauen. Aber die brauchen wir jetzt ja gar nicht mehr da. So, wir haben Rimatomics unlocked. So, dann werden wir hier Rimatomics bauen. Obwohl ja eigentlich von ein paar Folgen zuvor es hieß, dass Dinum das gar nicht braucht. Jetzt will es aber doch. Und zwar hier soll der Reaktor sein. Dann müssen wir den Reaktor natürlich erstmal erforschen. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das erstmal hier unten hinbaue. Dann müssen wir die ganze Forschung erstmal machen. Wir werden das dann später natürlich noch machen. Mufflonkaub ist hungrig, ihr kannst doch da Beeren futtern. So, werden wir erstmal immer weiter Zement rüberballern. So, jetzt könnten wir die hier dann hier rein verlegen. Ja, damit wir müssen ja auch irgendwie gucken, dass wir hier diesen Raum irgendwie nutzen. Und das wäre eine Möglichkeit, wenn wir hier die Transportbots reinsetzen würden. Dann könnte Dinom sich in einen eigenen privaten Raum machen. Ein Reinigungsroboter MK5. Können wir natürlich auch hier unten dann reinsetzen. Und die normalen Standardputzroboter kommen dann hier in die Ecke. Jetzt natürlich gut, wenn das hier zuerst gemacht wird. Wobei, man, kann ich vielleicht... Was machen denn, wenn ich den Bauroboter... Okay, die Bauroboter aktiviere ich mal. Die hier oben kann ich natürlich auch alle aktivieren. Na, die können ruhig alle weitermachen. Die werde ich ja nicht versetzen. Wir machen hier erstmal... oder sollen wir einen von denen kopieren? Ich muss nachher mal reingucken, ob ich hier eingestellt habe, ob das nun bestimmter macht. Ne, beliebige Arbeiter, okay. Jetzt habe ich natürlich direkt das Loch angeklickt. Das Gute ist, wenn wir jetzt Rimatomics bauen, ist das gar nicht mal so schlecht. Weil wir werden jetzt ja früher oder später bei Dinom auch wieder Energieprobleme bekommen. Haben 0 Leute verletzt. Wo sind denn da Steine rumgeflogen? Hier oben? Schnief. So, jetzt die Frage... Tut er daran arbeiten?
Er tut dran arbeiten, aber er lädt nicht gleichzeitig auf. Aber er muss sich nicht mehr fortbewegen. Hm. Das ist im Prinzip eine sehr gute Möglichkeit, wenn ich jetzt einfach unter jedem Dreck die Ladestation baue, ne? Also anstatt das dann so in die Lücken zu füllen. Ich würde sagen, das können wir die Norm entscheiden lassen. Ob wir das so machen. Ne, ob wir das so wie hier machen, dass jeder Bot jetzt seine Ladestation unter seinen Arbeitsplatz bekommt. Das wäre ja kein Problem, ne? Den dahin, den dahin, den dahin, den dahin. Gut, die, da geht's natürlich nicht. Die müssen wir aufteilen, aber dann können wir ja hier bei beliebigen Arbeiter einfach den Arbeiter einstellen. Haben wir sogar. Huch. Ja, das heißt, wir könnten tatsächlich die entsprechende Ladestation da draufsetzen. Genau wie hier. Ich habe es halt nie gemacht, weil ich nicht dachte, dass es funktioniert. Es fehlt hier noch Zement. Ja, die, gut, die Tragebots, die sind alle aus, ne? Die Reinigungsbots kann ich wieder anmachen. Die sind jetzt umplatziert. Hier fehlt auch noch die Beleuchtung. So, die Karawane ist da. Hurra! Sie ist noch nicht entladen. Hätten wir sonst direkt gemacht. Wie sieht's aus mit dem Rauschen? Es ist nur minimal da, wenn ich es gerade richtig sehe. Das scheint echt, dann kann ich es bei RimWorld tatsächlich lassen. Dass wir in RimWorld wenigstens eine relativ gute Qualität haben. Jetzt habe ich natürlich nicht getestet. Ich habe jetzt die Einstellung natürlich für vorne den Slot gemacht. Ich habe die Einstellung nicht zurückgemacht. Das heißt, vielleicht höre ich mich immer noch komisch an, weil ich die Einstellung ja jetzt generell geändert habe. Und auch die Mikrofonposition muss ich nach der Folge mir mal anhören. So, wie sieht's denn stromtechnisch aus? Wir hätten noch ziemlich viel Überfluss. Man muss dazu sagen, wir haben Tag. So, aber wir könnten noch zwei Bohrteile jetzt hier reinsetzen. Dann haben wir das nicht mehr so. Aber dann muss Dinom erst absegnen, dass ich diese Schieferwand versetze. Weil sonst würden zwei nicht passen. Aber einer passt auf jeden Fall rein. Aber wenn ich halt diese Wand hier, oder warte, ich kann den hier hinsetzen. Wenn ich den hier hinsetze, der geht bis zu dem Pott. Also dann müsste ich den nach unten setzen. Ah, wobei, nein. Guck mal, jetzt hier unten der mittlere Pott, da wo der drauf ist, ne? Die Ladestation, da gucken wir jetzt. Der geht bis zum Anfang der Ladestation unten Mitte. So, und wenn ich den aber nach links drehe, sodass der hier hinkommt, geht der genau da drauf, wo der drüber steht. Das heißt, das geht nicht. Das heißt, die würden nur nebeneinander passen. Oder ich muss hier unten diese Mauer wegmachen. Dann würde es passen. Dann ist aber kein eigenständiger Raum mehr. Also damit perfekt zwei reinpassen, müsste man hier zwei setzen. Und natürlich müssten wir den Eingang verlegen. Aber da könnten wir dann ja auch wieder Türen setzen. Dann müssten wir nicht offenen Raum haben. Und dann wäre dieses Stromkabel nicht mehr so wichtig. Aber das muss die Norm entscheiden. Die Entscheidung kann ich jetzt nicht für ihn treffen. Ob ich jetzt die Mauer wegreißen kann, die dann hier hinsetzen und dann hier zwei Bohrer rein. Wir das hier sozusagen wegreißen.
immer noch nicht voll. Gut, die Tragebots sind jetzt aber durch, ne? Ich hoffe, die können da drüber fahren. Hier. Sieht jetzt vielleicht nicht so geil aus. Vor allem haben wir die voll gemacht, ne? Wir haben Kalkboden. Ich weiß nicht, ob wir auf dem Standard soll. Takes like dirt. Den haben wir ja dazu bekommen. Ich weiß nicht. Oh, den können wir überall hin machen. Ob wir dann darauf auch bauen können. Müsste man eigentlich mal gucken. Weil dann müssen wir das nicht mit dem Matt machen. So, wo war ich? Ich wollte den Boden ändern. Ah, den kann man nicht umpositionieren. Schade. Oh, ich heirate mit... Ich heirate Heuermann. Was ist da los? Steht an. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. So, Hochzeit steht an. Noch nicht ganz. Jetzt, gut, weiß man, wann die Hochzeit ist. Habe ich das schon geplant? Vor allem bin ich ein Roboter, dass ich überhaupt heiraten kann. Also ich habe mir selbst den Robot gegeben. Ob wir im Gefängnis heiraten werden, kann ich mir gut vorstellen. Alter, Sky-Stil. Pat Kitty, da hast du dir aber dich nicht lumpen lassen, ne? Warum haben wir Skelette in unserer Mülllagerzone? Nein. 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 Und nein. Gut, bei Rimworld klappt das gut. Ich glaube, ich probiere es dann nochmal mit einem anderen Spiel aus, da aufzunehmen. Vielleicht hat das echt nur was mit der Temperatur zu tun. Ich meine, ich hätte gedacht, ja gut, mein PC wird ja auch lauter, aber das kann es eigentlich nicht sein, weil dieses Rauschen, was bei Space Engineers jetzt war, hört sich ganz anders an, wie jetzt mein PC. Vielleicht ist es auch wieder repariert. Ich brauche unbedingt Stahl. Ich habe den Planeten gar nicht generiert. Was ist da los? Erstmal was trinken. So, Zement. Für die Atomkraft. Wir machen das jetzt erstmal so. Wir wollen ja nicht keinen Treibstoff verschwenden. Wir füllen den erstmal nicht auf. Weil man kann ja nichts rausholen. Dann schießen wir die leer und dann würden wir die wegreißen. Ich brauche natürlich noch die Zustimmung von Dinon, ne? Solange der nicht zugestimmt hat, machen wir das auch nicht. Ah, Rimatomics ist fertig. Gut, jetzt müssen wir natürlich researchen, damit wir das Atomkraftwerk bauen können. In der Mitte der Map. Vater von Perry und Schwiegervater von MK greifen mich an. Max ist verletzt. Durch eine Schlägerei. Weitermachen.
Wir haben drei Soldaten hier. Die regeln doch, oder? Ich meine, klar, die sind zu dritt. Was ist das denn? Eine Leiche einer Engelmotte. So, sie fangen an. Alter! Die bauen ja eine richtige Artillerie auf. Damit habe ich jetzt erstmal nicht gerechnet. Komm hier, Rückendeckung. Können die nicht in den Nahkampf gehen? Komm, geh in den Nahkampf. Sie rennen weg, wie die Hunde. Okay, weitermachen. Ich muss die anderen gar nicht mehr mobilisieren. Unsere Soldaten sind mega geil. Danke für den Stahl. Ich nehme alles mit. Gibt's hier nicht... Es muss doch hier so ein Button alles erlauben geben. Erlaube alles. Ja, es hat leider keiner überlebt. Sniper versuchen wir zu retten. Die automatische Schrot auch. Oh, die Medizin. Ja, gut, ist eine, ne? Ist jetzt nicht so ganz so wichtig. Die Sniper brennt! Die Sniper brennt! Eine gute Schrotflinte kann man auch immer gebrauchen. Was brennt hier? Kupfer. Kupfer brennt. Die Napalmgranaten müssen auf jeden Fall da weg. Die müssen ganz schnell da weg. Ah, die Sniper ist nicht mehr zu gebrauchen. Die lassen wir liegen. Okay, jetzt brennt auch die Schrot. Jetzt ist die nicht mehr gut. Aber die Granaten müssen da noch schnell weg. Wäre natürlich schon schade, wenn die Leichen auch wegkommen. Gut, das Feuer bin ich jetzt schuld, ne? Also ich meine, Schuh mit seinem Feuergewehr hat das halt gemacht. Das Krasse bei den Feuersachen ist eigentlich... Ach, das ist die Handgranate gezündelt, ne? Lieber die HE-Granaten. Hat aber das Feuer ausgemacht hier. Feuer mit Feuer bekämpfen. Ja, immerhin. Ist doch relativ gut gelaufen. Nächste Fuhre Zement. Ich weiß gar nicht, wie viel Zement wir noch brauchen. Okay, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus hier, aber da können wir mit den, wir können hier noch ein bisschen mit den Böden eh ändern oder agieren. Wir haben auch keinen Treibstoff mehr, wir haben jetzt so viel Treibstoff da reingeballert. Ja, das ist ja kein Problem. Ballern wir einfach neuen Treibstoff rüber. Ich meine, ich habe ja nicht umsonst jetzt eine Treibstoffproduktion. Wer liegt denn da? Morris? RIP Morris. Ah, hier werden wieder Leute auseinandergerippt. Organtransplantation. So läuft das. Ah, raus mit den Organen. Hier liegt noch ein Kopfloser. Wer hat denn hier den Harry hingelegt? Was ist denn da los?
Ist noch nicht fertig. Hier muss noch einer gebaut werden. Ach nee, hier haben wir gar nicht vorbereitet. So, wir waren hier. Hier müssen wir jetzt natürlich... wo kriege ich denn Geld her? Hier Nuclear Research. Near a Trading Beacon. Ich brauche einen Trading Beacon. Wo ist denn mein Silber? Also hier ist ein bisschen Silber, aber hatten wir einen Silberplatz? Haben wir keinen, der irgendwie Silber? Der macht Silber. Ist das alles an Silber, was ich habe? Ja, wo klatschen wir den denn am meisten hin? Also hier wäre das Silber. Ach, da drunter ist ja noch... Hier ist auch noch mehr Silber. Ärgerlich. Was soll's. Nun gut, das war's jetzt aber auch für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.